What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Hallo und herzlich willkommen zu Conan Exiles. Ja, heute habe ich mir gedacht, wir kümmern uns mal wieder um eine Baustelle in der Base. Warum mache ich die Map auf? Ich weiß es nicht. Und kümmern uns mal hier hinten um den Bereich. Jetzt wollte ich eigentlich damit anfangen, dass ich hier den Boden austausche gegen den Arena-Boden. Aber da ist mir eingefallen, es wäre, glaube ich, besser, wenn wir uns von der Mauer aus hier rüber arbeiten. Weil ansonsten habe ich dahinter wieder das Problem, das irgendwie anzustückeln. Ich werde wahrscheinlich sowieso wieder ein Problem kriegen, dass es in irgendeiner Ecke wieder nicht 100% passt. Aber ist halt so, ich kann es nicht ändern. Da wir ja nun mal von verschiedenen Seiten aus angefangen haben. Oder, ja, sag mal, dass halt alles gestückelt wurde. Deswegen gibt es halt immer so kleine, nicht ganz so schöne Stellen. Jetzt würde ich mal eben von hier oben gucken, dass wir vielleicht erst die Mauer durchziehen. Und dann hinten das anpassen. Andererseits, warum hier eine ganze Mauer setzen? Lasst uns doch mal was probieren. Und zwar, wenn wir das hier wegmachen. Und das war's. Okay. Schlecht. Wie kriege ich das jetzt hin? Wie kriege ich das jetzt hin? Na gut. Müssen wir anders machen. Toll. So. Geh da drauf, komm. So. Und dann machen wir das so. So. Dann können wir das hier alles wieder wegnehmen. Weg. Wenn wir das kopieren. So, geht dazwischen. Hallo? Warum? Bitte. Läuft. Läuft. Ja, warum? What's the actually? Hallo? Mach's halt so, bitte. Wenn du es halt so willst. Das war dumm. Ich hätte da den nehmen sollen. So. Von hier aus runter. Okay, machen wir. So, jetzt können wir erstmal das hier drauf. Machen wir das hier oben direkt fertig. Ah, hier hinten kann ich durchziehen. Oh. Einmal die hier.
Nee. Also kommt ganz schön hoch. Erstmal sehen, wie sich die Höhe hier nach da hinten macht. Ich glaube, ich ziehe dann aber einfach. Durch oder wollen wir die Ecke da noch mitnehmen? Nee, ich glaube ich. Dann können die Sträucher nämlich da bleiben. Noch ein Stück. Noch ein. Und dann gehen wir nach unten. Nein. So. Müsste dann ja wieder ein Tor hinterher hin. Mal gucken. Ach, die haben alles eine enge Kiste hier. Das ist wieder weg. Hm, da geht dann einer hin. Nicht? So dramatisch. Oh, ich zieh mir die Nase. Hatschu. Kann ich hier? Ah, da ist nichts mehr drunter. Die Lücke geht echt nichts rein. Schwer vorstellbar. Nö, da geht nichts rein. Na gut. Ja, dann machen wir das hier auf eine Höhe, würde ich sagen. Ich ja gar nicht runter. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Mauer machen, ne? Weg. Da habe ich all die normale Arena. Mann. Nee. Jetzt brauchen wir Mauerkönnen. Ich könnte auch. Nee. Dann machen wir direkt. Setzen wir hier auch noch eine Reihe Foundations drauf. Was soll's. Ich weiß, es ist für die Server-Performance nicht so gut. Foundations übereinander.
Aber wir sind ja alleine hier und es sind ja nur zwei Reihen. Oder drei. Ich glaube, so fünf, sechs Reihen übereinander sind immer kritisch. Also schon, wenn ich das Spiel neu starte und dann durch die Base renne, da kriege ich schon den einen oder anderen heftigen Ruckler. Ach ne, die Rückseite müssen wir auch noch machen. Hier irgendwo. Mache ich da mal eine Treppe runter? So, jetzt die noch. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen, hier mit der Mauer. Sonst hätte ich das schon mal vorbereitet. Aber was ich auch nicht, weil halt jetzt spontan. Und da ich die Aufnahme nicht neu starten wollte. Was ist denn da los? Okay. Wenn ich also hier drüben in der Ecke bin, dann greifen die Nashörner an. Okay. Good to know. Sonst passiert ja hier nichts, weil ich bin ja selten hier in der Ecke, ne? Dahin, da und mal in den. Da und da. Erst Engemor. Nein, das hier. Drei Treppchen. Nur damit ich weiß, wo ich hin will. Also gleich mal gucken, wie wir da rauskommen. So. Jetzt brauchen wir wieder ein Tor. So, Nashörner, ihr müsst draußen bleiben. Zack. Jetzt ist nur die Frage. Nein. Weiß nicht, doch, wir ziehen der zweite Reihe Foundations durch. Soll's.
Mann, ist in meiner Nase. Ich muss vielleicht kurz die Nase putzen. Kleinen Moment, bitte. Oh, da bin ich wieder. Juff jetzt. Hört das Jucken und Niesen auf. Nervig. Nein. Ja, dann machen wir hier auch noch eine Reihe drauf, oder? Die gleiche Höhe kommen. Ja. Ja, Mauerbauen ist jetzt alles andere als aufregend. Deswegen mache ich das normalerweise auch ohne euch. Okay. So, ich würde sagen, den Rest von der Mauer kann ich dann noch hinterher wirklich ohne euch machen. Weg. Nein. Erst den Hammer ausrüsten, Jubo. Du bist zwar stark, aber so stark auch wieder nicht. So, hier ist hier noch was drin. Ne? Dann machen wir das erstmal einfach weg. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal hier hinkommt. So, ja, doch. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, der Bau ist immer noch praktisch. Wenn es darum geht, irgendwelche Begleiter zu holen. So wie jetzt Low-Level Zauberer oder so. Wo es völlig egal ist, welchen Level der hat. Ich das hier noch größer? Okay, du musst erstmal weg. Geh mal einfach erst da oben drauf. So. Jetzt erst den Hammer. Hammer, nicht Suppe. Ich glaube fast. Wir sind hier mal richtig verschwenderisch. Hier die unterste Reihe durch. Na, vielleicht nur bis hierhin. Damit das Grünzeug da in der Ecke zumindest verhalten bleibt. Ja, ich glaube, ich muss gleich nochmal zurück. Vielleicht die 5000 Steine gleich schon verballert. Ziegel, nicht Steine. Jupp. So, ein bisschen Holz haben wir noch. Haben wir auch noch, ja. Ziegel haben wir keine mehr. Dann müssen wir uns die mal eben holen. Na komm.
denn die Axt? Ich weiß es auch nicht. Nein, falsche. Da ist kein Platz. Ist immer noch kein Platz. Warte, stopp. Ja, im Moment ist wieder diese Cone Exiles total Unruhephase, wo ich eigentlich nichts anderes zocken möchte als Cone Exiles. Und ich bin echt wieder mit mir am Kämpfen, ob ich nochmal ein Isle of Zipta Spiel anfange. Aber da muss ich mir erstmal überlegen, wie und in welcher Art und Weise. Es würde dann wahrscheinlich mit unserer kleinen Angel sein, die vielleicht ihr erstes eigenes Abenteuer erlebt auf dieser Insel. Aber das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Nur ist jetzt irgendwie Quatsch, wenn ich jetzt noch einen zweiten Exalent Spielstand habe, den ich so nebenbei zwischendurch zocke. Weiß ich nicht, dann kann ich glaube hier irgendwas machen, was ich auch aufnehmen kann, oder? Die Frage ist immer, wie viel ist zu viel? Wann ist hier mal der Conan Exile Overdose erreicht? Die Overdose. Aber andererseits, wer es da nicht gucken will, guckt es einfach nicht. Und ich habe zumindest den Eindruck, ich tue was Sinnvolles, wenn ich zocke. Voll Big Brain. Und da wir ja hier auf Exiled Lands jetzt noch, oder ich, so viele Dungeons gefunden haben, die ich noch nie gesehen habe vorher, frage ich mich natürlich auch, was habe ich denn aus Zipta dann wohl erst übersehen? So, ihr Schnuggiviecher, ihr kommt jetzt mal. Da. Wow. Ihr kommt hier mal möglichst weit rüber. Ja. Damit ich euch möglichst wenig sehe und höre. Vor allen Dingen höre. Um sehen geht es gar nicht. Ich werde, glaube ich, auch nie wieder ein Conan Exiles Skorpion-Eier ausbrüten. Also die Geräusche sind ja mal so. Also ich finde sie absolut nervig. Ich weiß auch nicht, wo wann kommen die Geräusche her? Hat dein Mitarbeiter Chips gemampft oder sowas? Und noch so ein bisschen Tüten knistern. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. So. Dann können wir weitermachen. Ja, die Bodenleger. Ich weiß aber noch nicht, was wir hier hinmachen. Ich meine, das Rad hier hinten zu machen wäre natürlich einfach, ne? Dann ist der Platz wieder voll und gut ist. Ja, vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein. Wir müssen das ja auch nicht unbedingt heute zuballern. So, mehr aber. In die Richtung nicht.
Jetzt wird's schwierig. Es wäre cool, wenn ich hier hinten schon irgendwie direkt einen Übergang kriegte, aber krieg ich wieder. Weiß ich nicht. Wie? So sieht das doch gar nicht so scheiße aus, würde ich sagen. Was fehlt denn jetzt? Hä? Das fehlt doch gar nicht. Wie der es besitzt. Welcher von euch Vögeln stört denn hier? Du das? Na komm, dann stell den auch direkt um. Hä? What the? Ach, das ist die Katze! Ja, sag mal. Du kleiner Kacki. Ja, lieb, aber ne, mich so zu verarschen ist schon nicht so nett. Die Katze, also das ist ganz weird, die Dinger hier zu platzieren. Hallo Katze, ja, war lustig. Bin ja auch nicht böse. War schon witzig. Das ist völlig okay. Also hier, da kann ich mit leben. Machen wir hier so ein klein, zwei, drei kleine Bäumchen rein. So, aber was wir hier hinmachen? Wenn ich das so sehe, bin ich am Überlegen, ob wenn ich vielleicht hier doch noch durchziehen. Die Skorpione da hinten irgendwo hin. Ja, Mats haben wir noch. Ich glaube, wir ziehen die Ecke hier auch noch durch. Okay. Na. Ja. Nein. Hör auf. Stellen wir sie wieder zurück. Naja. Ist halt so. Nicht denn dann hinterher die Folge? Fußbohlen verlegen oder was? Skorpione hin und her schubst. Ah. Vielleicht passiert da noch was Tolles. Ich würde aber erstmal nicht damit rechnen. Wo ist meine Sense? Ah. Wenn, dann will ich auch die vollen Faser aus Beute. So. Machen wir die Ecke hier hinten noch zu. Irgendwas wird uns schon einfallen, was wir hier noch hinbauen.
Ach, wir wollten ja auch die Windmühle noch umplatzieren. Die könnte auch hier hinten in die Ecke. Bis wohin? Eine Reihe mindestens noch. Ja, mehr aber auch nicht. Sonst verschwindet mir der Kaktus. Den möchte ich behalten. Ich würde gerne noch eine Reihe, aber. Verschwindet der Kaktus? Nein, er ist noch da. Yeah. Sehr gut. Sehr gut. Machen wir hier auch noch eine Reihe. Zack. So. Ja, dann haben wir mal richtig Fläche. Wo sind wir? Ach so, die Windmühle gibt es doch gar nicht mehr, ich Depp. Jo, stimmt. Wow. Die war so klein, die kann man ja auch übersehen, oder? Ja, die Windmühle gibt es ja auch nicht mehr. Können wir jetzt eine selber bauen? Schwierig, glaube ich, ne? Äußerst schwierig. Nee, können wir nicht. Können wir schon die erste Treppe ansetzen, ne? Da war er gerade. Komm schon. So. 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 Dann müssen wir das hinterher noch hübsch machen. Oh. So. Der wieder weg. Der auch. So, müssen wir von außen noch machen. Hatte ich jetzt. Ja, dann können wir da noch. So.
Die drei. Ach ne, hier wollte ich. Hier wollte ich einen Turm hinmachen. Die Nashörner spawnen noch alle drei. Wir haben noch genug Platz. Nee. Nein. Wir müssen hier noch die Innenseite machen. Wir machen da ein. Egal. Dann hätte ich nicht. Hier mal freilassen. Nee, wir machen die Treppe dann, wenn hier hinten in die Ecke. Mittig Turm. Macht mehr Sinn. Ah, jetzt haben wir keine Stahlverstärkung mehr. Dö-dö. So, die Mauer noch von außen machen. Den Rest machen und dann echt mal überlegen, was wir hier hinbauen. Ah, das hat auch ordentlich Ressourcen jetzt gekostet. In der nächsten Folge habe ich mir überlegt, würde ich sagen, machen wir uns dann mal auf den Weg in den Unterwasser-Dungeon. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich habe auch schon und eine Atemtränke eingesteckt. Weil das hatte ich zuerst vor und dann habe ich aber Ecke mir da hinten angeguckt und dann habe ich wieder den Plan umgeschmissen. So, so viel brauchen wir glaube ich auch nicht mehr. Egal. Kann ich ja da wegräumen. Ich habe auch eben vor der Aufnahme schon wieder gehärteten Stein angeschmissen. Wir können dann gleich auch wieder Ziegel durchlaufen. Und bis zur nächsten Baufolge habe ich dann wieder hoffentlich ausreichend vorbereitet. Ja, ich würde es aber sagen, dass nochmal ordentlich Platz dazugekommen. Okay, dann lass uns da direkt die Treppe hinmachen. Zack. So, wo waren wir denn jetzt? Da waren wir. Nein! Macht ja nun keinen Sinn. Jetzt brauchen wir Wände. Ich weiß nicht gerade, in welche Richtung ich mit der Treppe anfangen will. Ist alles blöd. Alles so eng. Viel zu enger Turm. Ich würde aber sagen, rum. Ah. Tü-tü-tü-tü. So, dann können wir hier Fenster hinmachen. Und da ruhig auch.
Wände. Boden. Gehen jetzt einmal so. Treppe. Zack. So. Den nochmal. So. Jetzt wieder Fenster. Na, Fenster. So. So. Treppe. Nein, Treppe. Jetzt den Boden. So, und hier ist dann Ende im Gelände. Die Türme sehen jetzt mal anders aus bei mir, kann das sein? Man ist ja nicht schlimm. Die müssen ja nicht alle gleich sein. Hätte ich hier aber gerne. Ja, wir machen es so wie. Ja, in einer unserer anderen Basen. Wo wir die aus schwarzem Dingsbums gebaut haben. So, jetzt. Ja. So. Ist der Turm auch fertig? Sind wir, glaube ich, durch hier in der Ecke, ne? Also, jetzt, bis auf die Tatsache, dass wir noch nicht wissen, was hier überhaupt rein soll. Machen wir eine Tür rein, machen wir eine Tür rein. Zack, Tür. Zack, so. Und jetzt, wo es dunkel wird, erinnert mich das Spiel direkt wieder an. Du brauchst auch Beleuchtung. Ja. Aber nicht mehr jetzt. Bewegen, bewegen, bewegen. Können wir einfach hier auf den Boden stellen. So. Wofür habe ich den eigentlich? Achso. Ja, klar. Weil wir hatten ja das Rad hier stehen. Stellen wir erstmal so in die Ecke. Ach, du. Och, nee, ne? Ach. Ja, gut. Müssen wir noch mal eben kurz einmal nachbessern. So entlasse ich euch nicht. Wow. Das ist die Seite hier, naja. Moment, aber dann stimmt's auch, ja? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Hä? Ich hab doch. Wieso muss ich denn. Warum. Warum sah das gerade so schief aus?
Jetzt steht da einen über. Drei. Und fünf. Ich bin verwirrt. Also verwirrter als sonst. Ich muss das ja immer dazu sagen, ne? Das war doch gerade von unten schief, obwohl ich es gleichmäßig gebaut habe. Nein. Okay. Ah, ich kann nicht mehr Treppen runtergehen. Okay, dann nochmal gucken. Ja, das Häuschen ist noch nicht mittig, deswegen. Das muss so. Warte mal eben, wir haben doch eben das Rad abgerissen. Ist da was übergeblieben? Nein. Also Fackeln, ja. Ja gut, aber ich will eh nicht die Lampen nehmen. So, und unsere Mauer ist fertig. Um unsere Base. Unsere Base ist nun komplett mit Mauer umschlossen. Das ist auch ein schöner Anblick. Also bis auf die Skorpione. So, mit dem Haus da oben auf dem Berg, die Palmen. Nice. Ja, was wir hier hinschustern, weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass der Boden sich nochmal ändert, dass wir den wieder wegnehmen. Aber ist jetzt erstmal nur, damit wir auch die Größe der Fläche abschätzen können und damit der Weg und die Mauer und so ohne unschöne Lücken zusammengefunden haben. Und ich denke, das hat hier wirklich mal ausnahmsweise gut geklappt. Klar, überlappen die ein bisschen, aber alles halb so wild. Schön. Mal gucken. Also wer Ideen hat, was wir dahin machen, gerne in die Kommentare. Wir werden hier in der nächsten Folge nicht direkt weiterbauen. Wenn nichts dazwischen kommt, wie gesagt, dann sehen wir uns unten ich denke mal an dem Ruderboot wieder. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.